Ich krieg ihn! Gehört mir! Pass doch auf! Hier geblieben! Ja, ich krieg ihn! Spike! Hör auf damit! Ich warne dir! Hey, das kitzelt! Guten Morgen, Kinder. Baumstern am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Guten Morgen, Herr Keulenschweif. Freut mich, dass es Ihnen geschmeckt hat. Sie gieriger alter... Zera! Aber wieso denn? Das war doch unser Baumstern. Du meinst, es war meiner. Das wäre nie passiert, Kinder, wenn du... Kinder! Großvater! Was ist? Warum streitet ihr euch? Das ist ungerecht. Jeder weiß, dass ich damit dran war, den ersten Baumstern zu essen. Und heute gab's nur einen. Meinen Freunden habe ich's zu verdanken, dass der Keulenschweif ihn jetzt hat. Tja, ich weiß nicht, Littlefoot. Wenn nur ein einziger da war, ist das nicht ganz so einfach. Es ist wohl das Beste, dass der alte Herr Keulenschweif ihn bekommen hat. Denn schließlich kommt er nicht oft in den Genuss von Früchten und Blättern aus den Baumwipfeln. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz besonderer Morgen für ihn war. Ja, da hast du wohl recht. Und außerdem gibt es hier oben noch jede Menge saftiger Baumsterne. Danke, Großvater. Gern geschehen, Kinder. Es gibt wirklich keinen Grund, sich um das Essen zu streiten. Spikey! Oh. Hier im großen Tal gibt es genug, um uns alle satt zu machen. Oh. Ich glaube, es wird bald wieder Himmelswasser geben. Das ist gut für die Erde. Dann wachsen die Pflanzen. Nein, das kann doch nicht sein. Blattfresserschwärme. Was für Schwärme? Blattfresserschwärme gar nicht leiden. Oh, nein, 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 nein. Als die große helle Scheibe am Morgen aufging, war das große Tal noch ein Paradies. Davon ist jetzt leider nichts mehr übrig geblieben. Ich fürchte, es wird einige Zeit dauern, bis es wieder genügend Nahrung gibt, um uns alle hier im Tal satt zu machen.
Ihr wisst, ich kann Langhälse eigentlich nicht ausstehen, aber ich muss zugeben, dass du recht hast. Wir haben nichts mehr zu essen. Oh mein Gott, was soll denn bloß alle verhungern? Bitte seid nicht so laut, oder wollt ihr unsere Kinder wach machen? Es fällt mir schwer, das zu sagen. Aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wir werden das große Tal verlassen müssen. Das große Tal verlassen? Völlig unmöglich. Aber hier sind wir geschützt. Ihr wisst doch, im geheimnisvollen Jenseits leben die Scharfzähne. Und wir müssen daran denken, dass wir Kinder haben. Nein, das wäre zu gefährlich. Jetzt reißt euch aber mal zusammen und zeigt ein bisschen Rückgrat. Meine Freunde, wir leben jetzt schon so lange hier, dass wir uns gar nichts anderes mehr vorstellen können. Aber bevor wir hierher kamen, haben wir in der Außenwelt auch überlebt. Ich weiß, dass wir das wieder können, wenn es sein muss. Wir können doch das große Tal nicht einfach verlassen. Wo sollen wir hin? Man braucht ein Zuhause. Jeder wird sich einer Herde seiner Art anschließen. Mir will diese Erwachsenenidee gar nicht gefallen. Petri, nicht geht. Ich mir nicht lass zwingen. Ich will nicht nur mit Dreihörnern zusammenleben. Die sind immer so rechthaberisch. Wo finde ich jemals wieder solche Freunde wie euch? Dann sind wir uns ja einig. Bei Tagesanbruch verlassen wir das große Tal. Alle gemeinsam. Alle gemeinsam! Na schön, dann Petri auch geht. Aber er, Petri, braucht Hilfe!